Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu Fürs Let's Plays mit Biss und Teach Me How to Overwatch. Ja, heute wollen wir uns mal an einen Heiler machen. Wir haben jetzt eigentlich schon so die anderen Klassen durch, also Damage, Tank, Defense. Und jetzt kommen die Heiler. Und da habe ich mir heute mal überlegt, wir spielen mal gegen die KI wieder zu Beginn, in der mittleren Stärke. Und heute soll es Lucio sein. Also ein, ja, es heißt immer recht einfacher Heiler, weil Lucios passive Fähigkeit quasi oder eine seiner passiven Fähigkeiten, zwischen denen er wechseln kann, eben seine Heilungsaura ist. Dementsprechend musst du halt Lucio auch immer in der Nähe deines Teams spielen. Soweit habe ich das jetzt mittlerweile schon rausbekommen. Und wir gucken mal, was uns erwartet. Landeanflug auf Numbani. Laloli! Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Schauen wir mal, dass wir erwischen. Jawohl. Ja, seht ihr, es hat sich schon wieder einiges getan, ne? Level 44 mittlerweile. Wir hatten jetzt auch eine Woche Pause. Entschuldigung, ihr hört es ja noch, wie professionell. Ich habe immer noch ein bisschen Husten. Aber da werde ich einfach ab und zu mal mich rausmuten. Also nicht wundern, wenn es mal komische Aussetzer gibt. Aber das kriegen wir hin. So, na, ihr seht, ne, so ein Speed- und Heilungsboost. Mit diesem Geschwindigkeitsspeed. Kann ich den Leuten ein bisschen mehr Geschwindigkeit und damit auch den Vorteil in der Ziel. Also, wie schnell ich halt im Ziel bin. Hey Gott, ich kann da nicht reden. Das ist wieder viel zu früh heute. Es ist einfach viel zu früh. Und Lucio kann an Wänden entlanglaufen. Läuft. Er hat einen. Ja, hier mit der rechten Maustaste ausgelöst. Eine Schalldruckwelle, in Karten mit Abgründen relativ praktisch ist. Kann sie immer nicht alle benennen, aber. So, dann wollen wir den Leuten mal ein bisschen Heilung verschaffen. Und selber kann ich natürlich auch ein bisschen schießen. So. Ja, da haben wir ja schon mal ein bisschen aufgeräumt hier. Hat gut geklappt. So, na, ihr seht, Lucio ist relativ chillig zum Spielen. Hat natürlich auch ein Magazin, das man regelmäßig nachladen sollte. Wenn er es nicht selber tut. Oh, haha, siehst du, aber du bist natürlich als Heiler immer so gern gesehenes Ziel hier. Ja, ein bisschen Ziel muss man auch machen, ne? Das ist schon wichtig. Ja, läuft doch. Verbundenen Augen. Ja, ja. Danke. Willkommen zur Apokalypse. So, diesen Schalldruck, diese Schallwelle nutze ich eigentlich eher selten. Außer wenn mir ein Gegner zu sehr auf die Pelle rückt in solchen Maps. Die Ult ready. Der wollte sich jetzt finden lassen wahrscheinlich. Ja, wir haben eine recht gute Gruppe beieinander. Mal gucken, hier in diesem Match zu bleiben, wäre ganz praktisch. Aber das ist halt jetzt KI, ne? Das ist halt jetzt halt mittelschwere KI. Das muss man immer bedenken am Anfang. Also nicht wundern, wenn es am Anfang super läuft.
Es ist halt nur KI. Aber zum Einspielen immer ganz praktisch. Jetzt wird's massiv. So, das ist jetzt dieser Schild. Das ist immer ganz lustig, wenn die KI keinen Bock mehr hat. Dreht sie auf einmal auf, ne? Ah, es hat sich dann auch richtig. Ah, schön. Mercy Ulti, genau zum richtigen Zeitpunkt. Super. Was macht er denn da oben? Ist ihm langweilig. Oh, viel treffst du dich nicht, ne? Irgendwer von denen hat Ult. Ah, das war der. Die mich mal ignoriert am Boden. Mittlere KI. Mittelschwere KI. Und wieder eine Ult. Wie haben wir denn noch? Eine halbe Minute. Läuft gut. Jetzt wird's massiv. Läuft. Läuft gut. Ja. Ernsthaft. Ernsthaft noch eine Verlängerung. Heute. Bekommst du ja, bekommst du ja da. Ja, schön. Mittelschwere KI. Besiegt. So muss das. Lief gut. Highlight des Spiels. Ich finde immer geil, wenn die Bots. GG-Spammen. Ja, Blizzard hat sich bei dem Spiel schon einiges gedacht. Kann man nichts gegen werden. Ja. War eine schöne KI-Ulti. Ja, da kriegen wir natürlich Zielfortschutz-Kills. Mein Punkt. In diesem Sinne verlasse ich jetzt dieses Match. Gut. Und wir hauen uns in die richtigen Matches. Willkommen Hollywood. Ja, ist auch keine schlechte Lucio-Map, finde ich. Weil alles immer sehr zentriert aufeinander steht. Wählen Sie Ihren Helden. Was ich nicht vergessen darf heute. Machen wir das mal ganz schnell. Budget-Gruppe aus. So. Nicht, dass wir uns wieder reinrüppeln, aber ich spiele im Moment auch Ranked und da ist Kommunikation mittlerweile das A und O. Los geht's. Lasst uns gemeinsam was geht's? Was mir in der KI-Runde jetzt aufgefallen ist selber, ich habe meinen Leistungsverstärker nicht aktiviert, also diese Taste E Fähigkeit. Ich spiele das hier leider nicht so oft, deswegen ist mir das jetzt einfach wahrscheinlich nicht aufgefallen. Angriffsphase beginnt am Anfang habe ich es gemacht, ne? Habt ihr gemerkt? Ne? So ein bisschen schneller
vorankommen und so. Aber während den Heilungen, irgendwie habe ich nicht den Bedarf gehabt, nachzudenken, wie ich meine Heilung verbessern kann. Weil wir einmal gegen die Hände gespielt haben. So, dann los geht's. Was haben wir denn im Team? Oh, schön, den Reinhard. Ja, Reinhard, das ist mittlerweile so mein Lieblingschar geworden. Ja, dann soll ich mir gleich mal eine Heilung. So, Jumpship, bleib mal da, wo du bist. So, Rana, jetzt wäre ein bisschen Deckung gut. Danke. Oh, das ist auch ein Fehler, den ich immer mache. Diese Vorstürmerei, Alter, ich kann dir da nicht helfen. Also komm gut voran. Oh, eine Diva im Nacken. Wie kommt denn die Diva in den Nacken? Leute. Wie kommt denn die Diva in den Nacken? Schon. Ich glaub schon. Das ist das, was sie mir auch immer sagen. Dem Reinhard nicht vorstimmen. Weil du dein ganzes Team öffnest. Mit dem Scheiß. So Leute, ich hole mir jetzt die Ult. Geht mal rein. Oh. Den habe ich nicht kommen sehen. Ich habe ihn zwar gehört. Aber ich habe ihn nicht kommen sehen. Ja. So, wo geht's ein bisschen essen? Oh oh. Was schießt denn hier? Er schießt. Ach, er hier! Läuft! Irgendwo kommt jetzt gleich eine Tür und wahrscheinlich von hier. Ja, das war dann mein Aus. Aber wir kommen gut voran. Das ist noch kein Stress. Fang gerade erst an! Dreh auf, es geht! Und nochmal! Zeit, den Akku aufzuladen! Bitte heilen. Heilen.
Verdammt, ich wollte sie eigentlich weglocken. Scheiße. Naja. Ja, meine Idee gehabt. Ja. Was soll ich machen, ne? Ja, schon. Nee. Ah, fick dich! Flick dich, Alter! Hast du genau abgewartet? Ja! So, naja, was soll man machen? Lauter! Yeah! Und anfangen, bitte! Jetzt wird's massiv! Ein bisschen Heilung. Ah, verdammt. Ich dachte, ich könnte ihr mal ausweichen. Aber die hat dann doch eine beschissene Hitbox, ne? Guck mal. Ah, nicht getroffen? Ja, und genau da wollte ich weggehen. Ja, scheiße. Naja, kriegen wir schon. Ich bin echt gar kein Freund von diesem von der Musik, aber. Also. Okay, erstmal schon, mein Freund. Kriegen wir die Kraft ein bisschen voran? Oh Mann, ey. Leute, wo seid ihr denn? Ja, auch eine Niederlage muss es mal geben. Highlight des Spiels. Ja, und wie schon gesagt, Lucio ist jetzt nicht mein Main. Aber ich will euch ja immer so... Boah, ein 10er Kills, schick. Alter. Ich will euch ja immer, na, guck mal. Das treibt so ein bisschen zeigen... Was welche Klasse kann, ne? Vor allem auch, welche Klassen, Stufe, Einstufung halt, ne? Tank, Defense, Attack und Heilung. Ja, ihr seht, ne? Selten gespielt. Aber gut, so ist das Spiel. So läuft das. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Na? The Lord 67? Schau mal aus. Wo ist denn Spinn? Ah, warum bin ich immer der einzige Heiler? Das ist so kacke.
Wenn ich irgendwas anderes spiele, dann ist manchmal noch eine Mercy dabei. Oder. Keine Ahnung, ne? Oh, kann ich mir deinen kleinen Roboterfreund mal ansehen? Was gibt's da zu Glas? Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich frag mich gerade, ob ich Zeit habe, mir eine Partie Hoverhockey anzuschauen. Ja. Okay. Ja, das ist immer eine denkbar beschissene Position. Schau, Zeit wäre ein bisschen ins Freie. Da hat sich der Zinator gedacht. Ja, dich. Genau dich. Jetzt will ich's aber wissen. Ja, so ein McCree mit Ult. Ich hab dich im Visier. Kein Tank vorne. Hm. Was willst du machen? Was willst du machen? Verdammter McCree! Was haben wir denn jetzt? Wir haben eigentlich zwei Tanks. Wir haben ja eigentlich zwei Tanks. Wo ist der Roadhog? Wo ist das Problem? Kommt ihr nach? Varia, meldet mich zum Dienst. Ja. Widowmaker hier. Alle Regler auf Anschlag. Na toll. Na, no, wie kommt denn der hinter mich? Da ist außen rumgegangen. Aber Alter. Von oben. Ja gut, da kann mir die Sari auch nicht mehr helfen. Ja, da fallen sie davon wie die Fliegen. Da sind wir sehr dicht drin hier. In solchen Momenten würde ich immer gerne den Char switchen, aber ich muss ja. Ja klar, ich muss nicht, aber. Ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich.
Alles cool, sagt er. Ja, das ist sehr schön. Wo das alle drin? Was soll ich machen? Was soll ich machen, wenn die Hälfte vom Team nicht da ist? Wenn die irgendwo sind. Wenn die da hinten irgendwo sind. Weil sie sich am Spawn zusammen kämpfen lassen. Gott sei Fix, scheiß Gleiten da. Ja. Verdient. Ach ja. Ja, sowas kann dann auch mal ein Highlight sein. Naja. Gut. Also. Bei Lucio. Glaube ich, kann ich mich noch verbessern. Auch meine Positionierung in dem Spiel. Ich muss mir mal noch ein paar Lucio-Videos angucken. Wo der am besten immer sich so im Verhältnis zum Team aufstellt. Ja, und machen wir doch wie immer. Mal heute mal noch eine Lootbox auf. Schauen wir mal. Ich liebe es. Ach so, Geld. Geld. Siegerpose. Sehr schön. Die nehmen wir. So. Let's play. Guck mal an. Hatten wir noch nicht. Hätten wir heute brauchen können. Was ist das? Ein Spray für Orisa. Das ist ja. Zack. Gut. So, und Kohle. Ja, alles klar. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Und ja, wie schon gesagt, wenn ihr ein paar Tipps habt für mich, für Lucio, wo ich mich am besten platzieren sollte, ist natürlich das Problem, wenn gerade ich relativ alleine vorn stehe, kann ich natürlich auch zurückgehen, wenn das ganze Team hinter mir ist, weil die gerade alle nachspawnen. Aber dann mache ich lieber vorne noch mal ein bisschen Damage, weil ich denke mir so, ja, ich komme ja relativ schnell wieder ran durch meinen Geschwindigkeitsboost und solche Sachen. Ja, genau. In diesem Sinne, danke wieder, ne, und ich freue mich auf eure Kommentare zahlreicher Art. Gebt mir einen Daumen fürs Video, wenn es euch gefallen hat, und ja, wenn ihr weiter dabei bleiben wollt und mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich bitte. Da würde ich mich auch drüber freuen. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, gute Nacht. Was auch immer jetzt gerade bei euch passt, und macht's gut. Ne? Also, ciao, ciao.